Cooler Clip, endlich ist es soweit. Hallo und herzlich willkommen zu TAS Live, dem Online-Event für mutige Entscheider und Akteure im Kundenservice. Warum die Betonung auf Kundenservice? Er wird zukünftig noch mehr die Dreh- und Angelscheibe sein, wie wir am Markt überleben oder uns auch vom Wettbewerb unterscheiden. Das Preis-Leistungs-Verhältnis wird vom Markt vorgegeben, der Rest liegt ganz allein bei uns. Sie wissen, TAS Live ist anders, kein ermüdendes, ganztägiges Event. Nein, jetzt hier ganz entspannt nach der Mittagspause. Ich hoffe, Sie haben sich ein bisschen gestärkt, komprimiert in gut 2 Stunden. Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche und auf Basis eines interaktiven Erfahrungsaustausches. Mein Name ist Kai Zuchert und wenn es mal hier bei der TAS kein Online-Event gibt, verantworte ich sonst den Bereich Business Development. Das heißt, ich schaue bei uns im Unternehmen, wie wir uns in den nächsten Jahren noch stärker aufstellen können. Ja, machen Sie es sich bequem, so wie ich, vielleicht auf der Couch, im Büro, wo auch immer, zu Hause, im Homeoffice. Ich habe mir hier ein bisschen mein Espresso zurechtgestellt, ein Wasser. Hier, das kennen Sie vielleicht noch, hier habe ich Ihnen ja, oder einigen von Ihnen im Vorab per Post zugestellt. Und seien Sie gespannt, was Sie die nächsten 2 Stunden hier bei uns erwartet. Wir streamen übrigens heute live sogar auf 3 Kanälen, nämlich auf YouTube, auf Facebook und auf Twitch. Ich hoffe, die Verbindungen stehen soweit. Und ich würde mich freuen, wenn wir heute uns so aktiv untereinander austauschen können, dass Sie Teil dieses Events sind. Das heißt, zwischen den oder in den Vorträgen haben Sie die Möglichkeiten, in unserem Kommentarfeld selber Fragen zu stellen, Ihre Meinung kundzutun, Erfahrungen mit uns zu tauschen, was vielleicht auch bei Ihnen funktioniert hat oder auch nicht funktioniert hat. Wir starten auch jetzt gleich zu Beginn unserer Veranstaltung mit unserer Umfrage, die uns das ganze Event über begleiten wird, nämlich mit der großen Frage: Ist die aktuelle Situation im Kundenservice eher förderlich oder blockierend? Wir vielleicht nochmal dahingehend zur Erläuterung: Es geht uns hier nicht um irgendeinen Pandemie-Aspekt, sondern wirklich um einen ganzheitlichen Ansatz. Weil wir wissen, die Situation, wie wir sie in den letzten 12 Monaten hatten, die werden uns auch in Post-Corona-Zeiten maßgeblich in unserer Lebens- und Arbeitswelt beeinflussen. Das Ergebnis, das zeigen und veröffentlichen wir dann am Ende der Veranstaltung. Also ich bin da schon sehr gespannt. Sie können ja vielleicht gleich mal anfangen und mir ja schreiben, von welcher Stadt Sie hier uns zuschauen. Doch bevor es jetzt gleich in den ersten Vortrag geht, möchte ich gern unseren Vorstand und CEO Christian auf die Bühne bitten. Hi Grüße dich. Christian, Moin. ich freue mich, dass du heute mal hier richtig live und Ja. persönlich vor Ort bist und endlich uns mal hier der Erste. Jetzt mal ganz ehrlich, wann warst du denn das letzte Mal hier im Büro gewesen? Gute Frage, beantworte ich dir gleich, aber erstmal will ich natürlich allen auch von meiner Seite Hallo sagen. Herzlich willkommen zu unserem zweiten TAS Live Event. Heute mit so einem wunderbaren Studio und wir haben viele tolle Inhalte vorbereitet. Also lassen Sie sich überraschen. Ich glaube, das wird richtig toll. Um deine Frage einfach zu beantworten, es ist echt selten geworden. Also ich bin jetzt mittlerweile viel im Homeoffice, wie auch alle anderen Mitarbeiter und man hat sich gut dran gewöhnt, aber so langsam ja, vermisse ich die Kollegen auch ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Ja, also ich muss mal ganz sagen, ich habe dir gefühlt, warst du ja früher so eine Art 24/7 hier im Büro und das ist schon sehr überschaubar, muss Ja. ich sagen. Aber ich kann dich beruhigen, deine Abwesenheit ist nicht der Grund für den aktuellen Erfolg der TAS. Ja, und liebe Zuschauer, wenn Sie sich jetzt vielleicht fragen oder Sie sehen uns hier nebeneinander so sitzen ohne Mundschutz und fragen sich, wie ist das mit den aktuellen Sicherheitsbestimmungen zu vereinbaren? Ich kann Sie da absolut beruhigen. Christian und ich, wir haben uns heute früh hier live vor Ort testen lassen und ich sehe schon, die Regie blendet hier gerade mal ein, wie das so abging. Genau, wir haben ja letztes Jahr schon eine Mitarbeiterin extra ausbilden lassen, die bei uns die Schnelltests macht, sodass wir auch spontan und schnell, wenn es notwendig ist, unsere Mitarbeiter testen können. Das haben wir natürlich auch heute gleich genutzt und es ist mit ein bisschen Tränen vollzogen worden, aber das haben wir alle gut überstanden. Wir sind ja hart im Nehmen.